Zitronengras ist das. Mhm. Du machst so eine Mischung eigentlich aus asiatischen und mediterranen Zutaten. Ist das typisch kalifornisch? Na, aber ich habe bei mir im Garten so einen Zitronenbaum, kennt man hier gar nicht, wo die Blätter, wenn sie, also die sind verdoppelt. Die machst du ab, dann wachsen die nach. Und da es das ja hier nicht gibt, nimmst du das Zitronengras. Ja. Zu Hause machst du es mit den Zitronen. Ja. Du lebst in Los Angeles. Seit 14 Jahren. 14 Jahre. Und jetzt habe ich gelesen irgendwo. Ja. Soll ich anmachen hier? Ja, bitte. Dass du was gekauft hast in Palm Springs. Ja. Willst du umziehen? Nee, ich habe da eine ehemalige Bücherei gekauft. Ja. Und es ist, als wenn ich älter werde. So. Älter? Du wirst doch nie älter. Ich meine so Liberace-Alter, weißt du, so mit rosa Cadillac und so drei Pudeln hinten drin. Ist doch von ich hab mal in London Liberace gesehen. Ja? Und dann hat er einen jungen Pianisten auch so mit seinen Kandelabern vorgestellt. Und dann hat er gesagt, and I admit, he is my protégé. Das war nichts. He is my protégé. Und dann ging er in die erste Reihe. Und hat den Leuten seine Juwelen gezeigt. Look at it, you paid for them. Sie haben die bezahlt, ja. Oh Gott, lieber Ich habe in London, vor Jahren das letzte Konzert von Marlene Dietrich gesehen. Das war auch ein Abend. Da beneide ich dich, das hätte ich gerne. Das war vorrein. Kam raus und dann ging das... Aber sag mal, du lebst in Los Angeles und drehst ja sehr, sehr viel in Amerika, aber auch immer in Deutschland. Ne? Du bist eigentlich total doppelgleisig. Ja, drehst du hier viel und beides immer? Aber in Amerika ist es halt so, als Deutscher, auch mit unserer Vergangenheit, da bist du sowieso, spielst du den Bösen. Ja. Und hier kannst du auch mal, ja, ich hab's da. Und da spielst du den Bösen oder den durchgeknallten Professor. Ja. Und das... Jetzt sag mir mal eben, was du da alles schon drin hast. Also, es fängt an, das Wichtigste ist immer bei mir, ich fange immer an beim Kochen mit Olivenöl, Knoblauch. Und Tomaten. Und Zwiebeln hattest du am Anfang. Zwiebeln, ja. So. Jetzt hast du Tomaten. Tomaten aus der Dose. Die sind viel besser, weil die natürlich italienisch meistens sind. Oder du meinst griechisch. Besser, als wenn man frische kauft? Ja. Die frischen sind doch meistens aus, aus Holland und sehen gut aus. Aber komisch, ne? Man würde eigentlich glauben, frisch, immer frisch. Aber ich habe auch bei Tomaten die Erfahrung gemacht, dass die, ich glaube, für die Dosen werden die reif geerntet. Und die, die man kauft, die sind unreif geerntet und reifen dann in einem Lager. Und reifen im Lager und das ist... Ja, ich bin verwöhnt, wenn ich in Griechenland bin. Da kriege ich die vom Bauern direkt auch reif geerntet. Ja? Ja, frisch. Fährst du oft nach Griechenland? Ja, im Sommer bin ich gerne da. Mhm. So, das ist schon seit langem. Schau, das ist Zitronengras, ist wichtig, dass man so ein bisschen aufschneidet. Da habe ich wenig Erfahrung. Dass das Aroma besser... Ja. Sich verteilt. Musst du diesen Kern hier rausschneiden? Oder kannst du bei Knoblauch aber ich glaube hier bei dem Gras nicht. Das ist sehr gut. Und du kochst wahrscheinlich auch da in deinem Haus für Gäste und so, wie ich dich kenne. Für Freunde koche ich. Dann ist es aber so, dann wird das Kochen auch zum Ritual, zum Markt gehen, jede Tomate riechen. Ja, und wenn die Gäste das so schnell runterschlucken, dann bin ich ganz böse. Das dauert. Sag mal, kann ich das nimmt man nachher wieder raus? Ja, ganz wichtig. Apropos, du trinkst doch sicher auch einen Küchenwein. Ja, gerne. Beim Kochen sowieso. Ja, mach ich auch ganz gern. Weißt du was, ich habe einen Schloss Johannisberger Riesling Spätlese. Und in diesem Schloss wurde vor vielen, vielen Jahren die Spätlese erfunden, weil der Reiter, der zum Bischof geritten ist, um die Genehmigung der Bischof hat immer gesagt, ab heute darf gelesen werden. Ja. Der wurde von Räubern überfallen und kam zu spät. 3, 4, 5 Tage zu spät. Und da haben die zu spät angefangen und haben da erst gemerkt, was für eine tolle Sache, diese Edelfeuer. Aber der war nicht betrunken. Ne? Nein, der ist überfallen. Spätlese. 4 Tage getrunken, der ist mal Spätlese. Mit Edelfäule. Hier muss man jetzt ein bisschen noch, es wird ein bisschen zu dick jetzt. Das muss man von dem, weißt du, ein bisschen von der Brühe noch. Ja, klar. Zu Feuchtigkeit, einfach. So. Jetzt machen wir, jetzt kommt das, was das ausmacht eigentlich. Lass mal ein bisschen verrühren.
Also die Zwiebel mit dem Knoblauch, Olivenöl, Tomaten, das ist ja erstmal ganz mediterran. Ja, jetzt machen auch wir noch die schwarze Oliven. Die Oliven ist auch noch mediterran, aber schon diese Zitronengras ist natürlich asiatisch. Dominierend, ja. Also machst, wie heißt das in Kalifornien? Fusion oder wie? Ne? Fusion-Küche, ne? Dieser Mix aus Kalifornien, aus europäisch und asiatisch, und das ist, glaube ich, ziemlich typisch für Kalifornien, ja? Aber bei uns mischt man auch alles jetzt. Überall. So, jetzt erstmal nimm einen Schluck. Ja. Ne? Prost, mein Lieber. Wir waren 4 Tage verschollen und dann. Ja, 5, weiß ich nicht. Dann kamen die und haben die gesagt, jetzt kann man doch mal, das ist alles schon leicht verfault. Dann haben sie trotzdem gelesen und dann haben die gemerkt, Spätlese. Weil er zu spät kam, 4 Tage. Das ist ja interessant. Mm. Sag, du hast einen Garten, hast du eben gesagt. Ja. Und da arbeitest du auch selbst im Garten? Ja, sicher. Ich habe auch 3 Hunde. Aber ich arbeite im Garten immer so, ich pflanze gerne Bäume. Das ist also jetzt die Kokos. Ja, das ist ja jetzt wird es noch exotischer. Ja, Kokosmilch. Das Süße. Naja, ist toll, diese Mischung, habe ich noch nie gehört. Ist ja irre. So, und pflanze also Bäume. Und ich finde das sehr schön, wenn die Bäume so pflanzen, ist wie so ein Barometer. Das, die Bäume wachsen ja und du wirst ja selber älter. Und die Bäume werden größer. Ja. Sag mal, sollen wir die unter dem Baum. Ja. Sollen wir die Pasta reintun? Ja. So, wichtig jetzt, ganz wichtig, das ist jetzt ganz wichtig. Kann man es ein bisschen runterstellen? Welches? Dieses? Einfach, ja. Ja. Jetzt, schau, das ist jetzt das Wichtigste. Muss man genau dosieren. Ist so. Das? Das ist... Diese getrockneten Peperoncini. Mhm. Sei vorsichtig und wasch dir die Hände jetzt sofort. Vor allem ich schmeiß mal die Pasta rein, dann stelle ich die Uhr. 9 Minuten. So, genau 9. Ist eigentlich Hollywood, man hat so viele Klischees, nur Klischees. Hollywood ist ein Klischee. Und es ist ein Klischee, es ist also es stimmt. Ein einziges Klischee, sicher. Es gibt ja auch Städte, wo die Klischees nicht stimmen, aber ich glaube, in Hollywood stimmen sie, ne? Ja, ich meine, das ist halt so, die Leute denken immer, das ist so irgendwie, das ist ja eine Industrie, das ist eine Fabrik. Und ich bin Arbeiter in einer Fabrik, zwar ein hochbezahlter Arbeiter, aber trotzdem. Das ist auch eine interessante Fabrik, die Filme macht, aber die werden. Aber man kann Arbeiter ersetzen auch. Ja, ich meine, ich stehe nicht vom Tor meines Studios und warte, dass ich Arbeit angeboten bekomme. Aber nee, aber ich weiß, was du machst. Bei uns ist es noch viel mehr Kunst und viel mehr Individualität. Ja, Gott sei Dank. Ja, natürlich. In Hollywood ist es ist eine Industrie. Ich meine, man macht Filme, man investiert viel, um auch viel Geld zu verdienen. Wenn ich den Film, der gerade angelaufen ist oder anlaufen wird, Mandalay, das ist halt Kunst. Das ist, aber es Kunst ist, ich meine, Kunst ist ja auch ein Begriff, wie Beuys auch gesagt hat, du kannst ja alles... Wenn es im Museum liegt, in der Ecke, ein Pfund Butter, ist es auch Kunst. Ja, seine Sachen, die dann von den Putzfrauen weggeräumt wurden. Die Badewanne. Ja, natürlich. Es geht ja darum, wo du sehr wahrscheinlich das Pfund Butter hinlegst. Und dein Freund Andy Warhol hat doch gesagt, jeder kann für 15 Minutes of Fame. Minutes fame. Basilikum, das war jetzt frisch. Basilikum, vorher war Petersilie. Petersilie. Ja. Wenn das bei dir irgendwas schmuggeln muss, könnte ich ja dann so ein bisschen anfangen. Dann gehe ich doch hier rüber. Einfach. Ja, ich mache... Ich muss jetzt mal auch probieren hier. Was machst du? Ich mache Thunfisch und zwar in Sesam. Mhm. Immer, weißt du, den tue ich auf den Teller, die Sesamsamen und den wälze ich so drin. Und dazu mache ich eine Avocado-Creme mit Wasabi. Mhm. Also ich muss erstmal die Avocado, die mixe ich das jetzt. Wie machst du das? Guck mal, das ist eine dunkle Avocado-Sorte. Ich kenne die sonst immer so grün eigentlich. Und die ist so braun. Die kenne ich aber. Das ist so, aber es soll gut sein. Man muss ja immer Zitrone sofort benutzen bei der Avocado. Ja, wenn sie irgendwie. Aber so hier, braun ich tue die sofort jetzt gleich mit. Ah, kommt der Mixer. Ja, kommt den Mixer und. So, das muss ich mal. Darf ich mal eben dahin? Einen Löffel holen, mal kosten. So. Wird in Los Angeles, also Hollywood, so viel privat gekocht und gegessen? Wird man eingeladen? Oder geht man in Lokale hauptsächlich? Also, ich halte mich ja sehr zurück und bin zu Hause und koche ich für Freunde.
Ja, und die lieben das auch. Ja, ja. Aber sonst so zu Dinnerpartys. Man geht ja zu Dinnerpartys in Restaurants, um gesehen zu werden. Ja, ja, eben. Und ich will ja nicht gesehen werden, es reicht ja. Von daher. Und nach Köln kommst du aber auch regelmäßig. Ja, ich komme nach Hamburg im Moment. Ich mache eine Kinderserie. Ah ja. So, die heißt 4 gegen Z. Mhm. Und es ist ganz anders, weil ich spiele auch den Bösen. Ja. Aber es ist ganz anders, wenn du den Bösen spielst für Kinder. Ah ja. Dann ist es spielerisch. Dann darfst du sagen, Lübeck gehört mir. Dann darfst du einfach übertreiben. Du hast mal irgendwo gesagt, man muss privat ganz nett sein. Damit man im Film den Bösewicht spielt. Ich glaube, ein bisschen mehr. Mehr habe ich nicht. ich könnte höchstens. Nein, das geht. Guck mal, das kocht. Ich kann ja gleich mal einen an die Wand schmeißen. Ja, aber das kocht. Ich meine, wenn du willst, kann ich es auf den. Nein, jetzt noch nicht. Na, aber trotzdem weiß man doch schon, wie lange es noch dauert. Nein, das ist okay. Das kocht. So, ja, muss man privat lieb sein, damit man im Film den Bösewicht spielt. Teufel musst du sein. Das, ja. Um den Teufel zu spielen, muss ein Engel sein. Ja, ja, du bist doch privat ganz lieb und ganz. Ganz normal. Und ganz nett. Wie alle. Wie alle einfach. Man liebt das Schöne, man will nicht gestört werden, ist doch wunderbar. Ja, klar. Und wenn du nach Köln kommst? Ja. Ich will nur noch schnell sagen, also Creme Fraiche, saure Sahne. Ja. Jetzt kommt von einer Limette die Schale. Ne? Und die sind organisch so das biologisch. Das ist ja, das muss man achten. Da und dann immer so von Angst einer Amerika, halben. Weißt du, so. Ja. Wenn ich denke, wenn die irgendwie so gespritzt. Ob man oder sicher so ist? Naja, ganz sicher bist du auch hier nicht, aber man erkundigt doch, sich. Doch, man sieht das. Ich glaube schon, ja. Kartoffeln. Also von einer halben diesen den Saft, ja, von einer ganzen die Zester. Ach ja, und jetzt einen Esslöffel hätte ich fast. So, dann muss man aufpassen, ist scharf. Ja, also du, im Rezept standen 3 Esslöffel Wasabi, dann habe ich das gemacht. Das wäre schön so. Ich könnte, nein, beim Japaner, wenn du Tränen in den Augen haben willst, brauchst du noch ein bisschen viel davon zu nehmen und dann geht's los. Ich sage dir. Wie viel machst du denn jetzt? So, einen Esslöffel etwa. Jetzt gucken wir mal. So ein bisschen muss man schon. Das ist auch mein Lieblings. Toll, ne? Aber ich habe neulich eine Sendung von dir gesehen, das kannte ich gar nicht, das Instrument für die Ananas. Ja, das ist richtig. Das kaufe ich mir auch. Einfach das ist so witzig. Ansetzen. Ja, ja, und dann kriegst du das ja, in den wunderbar. Stücken. Wo kriegt man denn sowas? Ach du, in jedem Küchenladen. Inzwischen gibt es ja so viele so Küchenläden. Da es so viele Kochshows gibt, gibt es auch so viele Küchenläden. In Amerika auch, ne? Da gibt es ja sogar einen Food Channel, einen eigenen Kanal. Ja, ja, den ganzen Tag. Sag, und wo kaufst du ein, wenn du kochst? Wenn ich kann, auf dem Markt. Es gibt diesen Markt, der heißt Farmers Market. Oh ja, gibt es in New York auch einen. So, also, wo die richtig. So Fairfax, Sunset Boulevard, Fairfax. Und die haben natürlich alles ganz frisch. Richtig, ja, da kommen richtig. Sagen Sie, ich meine, es sieht auch gut aus. Ja. Und was mich aber immer überrascht hat, was für ein tolles Angebot es auch in normalen Supermärkten, in den großen Supermärkten gibt. Frische Morcheln und so, gerade in Los Angeles. Das kommt ja dazu, weil viele Orientalen, viele Mexikaner, dann haben sie natürlich diese ganzen Sachen aus Mexiko. Der Supermarkt ist wirklich eine, das ist, obwohl bei uns auch jetzt langsam. Ja. Mehr und mehr kommen auch in den Supermärkten wertvolle Sachen. Bei das war ja früher schrecklich. So Ketten auch. Naja, so. Jetzt haben wir auch Bio-Sachen und so. Ich mach das nochmal. Sieht ein bisschen dick aus. Hier, warte. Ich mach jetzt noch so. Ist ja immer gut. So noch so ein. Salz hat das nicht drin. Drüber. So. Bisschen Pfeffer. Aber sonst ist es ein bisschen scharf, aber ich glaube, das kann ich dir zumuten. So, jetzt mache ich mal hier ein bisschen Ordnung. Das muss man. Und machst du die Garnelen jetzt? Warte, was ist denn da? So. Das ist ganz wichtig. So. Jetzt schauen wir mal. Probier du mal. Moment, ich muss das erstmal jetzt hier. So. So. Probier mal. Deine Verantwortung. Mit den Fingern und ich schmeiße es an die Wand. Mal sehen, ob es irgendwo hält. Ja, ist gut. Ist gut. Wunderbar, lassen wir hängen. Wunderbar.
Davon habe ich immer gehört, aber das habe ich noch nie gemacht. Schade. Ja, man sagt ein umgekehrtes Fragezeichen, ist doch wunderbar. Wird's gelingen? Pass auf. Ja. Das ist diese, mache ich auch. Das ist klein, das brauchst du das. Ja, das brauche ich jetzt aber hoch. Ja. Gut. So. Und ich mache schon. Ich gieße dir das ab. Die sind schon gekocht, ne? Ja, von mir eben gekocht. Ja, ja. Ich war ein bisschen früher da. Diese kleinen sind jetzt, die gibt es als Bio. Ja, das sind die. Ja, weil sonst kannst du gleich in die Apotheke gehen. Weil wichtig ist, diese Shrimps, wenn die vorgekocht sind und du die zu früh da zusammenmischst, dann schmecken nach nichts. Ach so, ja. Die müssen so, weißt du, ist schon gut jetzt. Eine Gabel nehmen. Das sieht jetzt eher durch diese ganzen Stäbchen von dem Lemongrass, sieht aus wie Japan. Ja, die muss man rausfummeln jetzt. Da haben wir die Spaghetti. Ja. Pass mal, ich mach mal hier, du brauchst doch hier das Zeug nicht mehr, ne? Ich kann das doch hier kann ich nicht. Doch, ich brauche das. Brauchst du alles zum Schluss ein bisschen so. Gut. Das ist ein bisschen verkocht jetzt. Aber das hier darf ich. Bitte? Das darf ich zur Seite stellen. Ja. Das darf ich zur Seite stellen. Du darfst alles, deine Küche hier. Nein, ich meine Gast. Nur von deinen Sachen. So. So. Ich fühle mich viel zu Hause. Ja, ist doch gut. Einfach so. So, jetzt herrlich, haben wir viel reingeschmissen. Schau, jetzt haben wir. So, jetzt kannst du es ausmachen, bitte jetzt. Ja. So. Schau, das ist ja schön. Guck mal, bitte die Farbe jetzt ändern. Das ist wunderschön. Wunderschön. So, ich muss drei Minuten. Ein bisschen Wein nachgießen. Die müssen natürlich, die kann man natürlich nicht mit diesen kleinen vergleichen, weil die müssen schon drei Minuten, weil diese großen, ja. Das hast du innen so Champagnerfarben. Ja, nee, das ist klar. Champagner ist ja gut, aber nicht, wenn die Shrimps die Farbe haben. So, nachher zu dem Thunfisch müssen wir einen kleinen Schluck italienischen Rotwein trinken. So ist das Kochen schön. Man trinkt und dann kommen die Gäste. Wunderbar. Das ist doch herrlich. Ich lade auch viel ein. Für mich allein koche ich nie. Kochst du für dich? Nein, auch nicht. Für mich machst du was Schnelles, Gesundes. So Miso-Suppe und so. Ja. Aber ich kann auch für mich allein einfach nur ein paar Spaghetti mit Butter und vielleicht so Blätter von Salbei oder sowas. So. Also, sind wir soweit? Soll ich schon Moment. Die Pasta verteilen? Waren es drei Minuten? Lass mich überlegen. Waren es drei Minuten? Das ich war glaub, jetzt ja. ungefähr, ja. So ein zwei, ja. vier, fünf. Ja, so, jetzt können wir es. Jetzt nehme ich das hier und gieße es mal schnell hier ab. Das mache ich da oben. So. Na. So. Ich mache mal meine Pfanne ein bisschen heiß für später. Ich mache das jetzt, weißt du, was ich immer mache? Es ist jetzt gedacht für zwei Personen. Ja, für eigentlich. Uns jetzt, ja. Dann machen wir es doch einfach so. Das ist jetzt das rein. Ja, so. Gut. Damit das nicht Guck mal, dann kannst du die ganze Wohnung versaut, wenn die Leute anfangen zu mischen. Warte. Wunderbar. Dahin, so. Brauche ich zwei Gabeln. Und dann tust du es ein bisschen. Ja, direkt verteilen, aber auch nicht. Und wenn du nach Köln kommst, ist das doch ein bisschen so nostalgisch? Ja, sicher. Ne? Jede Ecke ist da. Der Neumarkt, du bist ja aufgewachsen. Der Neumarkt, Kindheit, die Brücken, alles. Jugend. Da ist noch, habe ich was verpasst, mach ich mit den Fingern jetzt. So. Ach ja, das ja, Köln hat ja auch was. Ne? Ich bin wieder Mühlheim groß geworden. Ja. Wie Benedikt Taschen auch. Der Shared Sick. Und dann, ich denke immer noch an die alten Zeiten mit Michael Lute, weißt du? Ja, der arme. Gott hat ihn selig. Nee, Gott hat ihn selig, ja. So, ist aber eine gute Portion für zwei Personen. So. Aber ja. Ich fange mal an. So. Nebenbei mein jetzt kommt noch das Sesam. Wichtigste fürs Auge. Ja. Grün. So. Ist aber ein guter Wein. Ja, ist sehr gut. Die Spätlese. Spätlese, vier Tage zu spät. Und das ist eine schöne Geschichte, die will ich auch erzählen. Habe ich was zu erzählen? Ja. So, ich würde sagen, was machst du? Warte, ganz schnell nochmal. Ganz schnell. So, einfach so nur fürs Auge. Aber ich könnte das doch schon auf den Teller tun und du tust es dann auf den Teller. Ich mache es einfach auf den Rand. So. Genau. So, machen wir es auf den Rand. Schau. Ist auch schön. Das auch noch klein schneiden.
So. Guck mal. Tja. So, warte. So, ja. Einfach so. Ach, so. Riecht schön. Basilikum. Das sieht doch toll aus. Bisschen. So. Fehlt ein bisschen Musik bei ja. In der Küche. Ja. So. Ravel oder irgend sowas. Dramatisches. Musik, das stimmt, so. Ja. Ein bisschen so, schau mal, das ist doch toll. Wenn man sich soll man ein bisschen Pfeffer? Darf ich ein bisschen? Nein. Du nicht? Nein, nein. Gut. Weil ich für mich? Weil diese... Möchtest du Pfeffer? Nein, dann versuch das erstmal. Vielleicht. Dieses hier, das ist so, weißt so, du? Naja, scharf ist sowieso. Wir wollen mal hoffen. Aber Pfeffer Schärfe. Ist ja nicht nur für die Schärfe. Was ist das? Das ist einfach so noch zum Schluss. Kommt noch so ein bisschen drüber? Ja, so ein bisschen, damit man auch das echte spürt. Nein, Gott, das Auge isst ja auch mit, natürlich. So. Na, jetzt bin ich so. Ja. Warte, jetzt kommt ja der Höhepunkt. Wo sind Sie? So. Ich bin schon so hungrig, kann gar nicht warten. So. Ah, ja. Am besten so ein Turm. Ich fasse da hinten an. Die darf man doch mit der Hand auch. So. Die sind durch. Ja? Toll. Dann machen wir uns hier die Schale hin mit der berühmten Zitronenschale. Wofür das für die Hände, meinst du? Jetzt hole ich mir das Grüne rein. Und? Toll. Die Mischung schmeckt nämlich nicht intensiv nach, auch nicht nach dem Kokos, sondern es mischt sich fantastisch. Es ist mild. Sehr toll. Ganz toll. Ja. Ganz toll. Ich nehme ein bisschen Erdnussöl so mal schon mal für meinen Sesam. Das passt gut. Oh, ist das gut. Aber das ist auch schön dazu. Mhm. Ne? So. Salze ich das ein bisschen. Wo kommt der her, der Thunfisch? Der kommt aus dem Geschäft. Aber wo der herkommt, weiß ich nicht. Aber es ist Sushi-Qualität. Mhm. Also, den werde ich jetzt auch nur ganz, ganz kurz... Schwarze Meertauch. Aber ich meine auch da nur ganz kurz anbraten. Damit ist es doch okay, wenn der innen noch rot ist. Ne? Ja, sicher. Muss doch. Jetzt mache ich ihn sogar auf die große Flamme. So. Da ist kein Pfeffer dran, nur Salz. Ja, kann ich jetzt, kann ich auch später. Doch, schon Pfeffer. Doch. Ich meine, das mit dem Pfeffer, jahrelang hat man den nur so fertig genommen. Und so nie gesehen. Ja. Wenn er mitnehmen. Sesam sieht's. Grain de Sesam. Oh, ja. Und da muss also ich du brätst ihn eigentlich nur an jetzt. Ja. Und das geht unglaublich schnell. Da muss ich richtig dabei bleiben. Ich kann nur höchstens von deinem bisschen... Kann man eine Idee, hätten sie schärfer sein können, ne? Eine Idee. Also, ich finde es ausreichend. Ich bin nicht so dieser große Scharf-Fan. Herrlich. Ganz einfach zu machen auch. So. Jetzt drehe ich die schon um. Immer schön, wenn man so eine Unordnung in der Küche schafft. Ja, ne? Ja. Du, wie schnell, ne? Wie schön das war, als wir angefangen haben. So. Es geht ganz schnell. Mach mal ein bisschen Platz. Vorher nehme ich aber noch einen kleinen Happen. Und? Toll. Also ich bin ja sowieso ein großer Pasta-Fan. Hier bist du auch früher sonntags ins Kino gegangen? Ja, natürlich. So,
Bist du ins Kino gegangen sonntags? Sonntags? Gab es ja immer nur Sonntagskino. Ja. Für 50 Pfennig haben wir so Piratenfilme. Bist du schon früh ein Fan gewesen? Ein Kinofan? Na, aber ja, man kannte früher gar nicht so. Früher kannte man sonntags, bei uns gab es ja, apropos Kochen, bei uns gab es ja nur immer in der Woche Suppen. Ach, Suppen, ja. Suppen, Suppen. Und sonntags war der Braten dran, also die Nudelsuppe, Braten, Kartoffel mit dieser furchtbaren Petersilie, die so gekräuselte, und dann Pudding. Pudding. Dann krieg ich 50 Pfennig und bin ins Kino gelaufen. Na ja, klar. Kam immer zu spät, ist aber gut. Der Magen meldet sich. Aber da siehst du, da hast du schon von ihm deine Liebe zum Film. Na, ich habe die Liebe zu der Unerreichbarkeit gesehen. Das ist doch schön. Wenn du so in Köln-Mühlheim im Kino stehst, im Gang, und siehst du Errol Flynn, die Piraten kämpfen, ja. Ist doch schön. Das war eine wunderschöne Zeit. Naja, dann wird man eben nostalgisch. Jetzt darf ich dich bitten, stellst du den weg? Das Grüne ist milder Chili. Milder Chili zur Dekoration. Gut, Monsieur. Wir müssen ein bisschen jetzt, warte mal, erst das runterspülen. Mit was runterspülen? Ja, mach einfach mal. Geschmack von damit. Das hast du. Ja, ja, das stimmt. Muss man. Das ist doch schön. Sehr gut. Ja, ja. Hör mal. Und jetzt hier, siehst du, innen noch roh, außen ein bisschen gar. Na? Na gut. Ich würde mir das ein bisschen salzen noch. Ich finde es gut, den Geschmack von dem Sesam. Ja. Kann ich gar nicht so. Ja, ist einfach. Schnell. Ist auch gut, wie es so haftet. Ja, ja. Guck. Toll. Und jetzt darauf noch mal einen Schluck. Ja. Genießen. Ein bisschen drüber gießen. Genießen und drüber. Gut gesagt. Schön. Gut. Na? Ist das von Rotwein? Ein italienischer aus der Toskana, Nipozzano.